Hallo, liebe Bevölkerung der Erde. Willkommen zurück zu Harry Potter. Das letzte Mal haben wir diese Elastofelder freigeschaltet und damit können wir jetzt natürlich richtig viele Secrets. Oh, und Blitznarben bekommen. Nice, Alter. Alter, wir haben schon 5 Blitznarben. Alter, und uns fehlen nur noch 10 Bronzekarten. 10. Das ist schon ziemlich heftig und. Ja. Deswegen würde ich auch sagen, weil wir jetzt alle Zaubersprüche kennen, können wir theoretisch jetzt auch alle Secrets hunten, oder nicht? Und hier waren wir auch noch nicht. Wieso das denn noch nicht? Alter. Da ist direkt noch eine Bildkarte. Alter, nice. Noch mehr Bildkarten. Also Bildkarten finde ich ja immer cool. Aber erstmal gehen wir jetzt hier zur Bohnenverteilung. Zum Bohnenbonusraum. Denn wir sind coole Leute und kommen da ganz easy rein, weil wir am meisten Punkte haben. Oder? Alter, die haben wir... alle zusammen. Was? Es ist doch. Zeit für eine um 3 Punkte. Auswertung. Um 3 Punkte. Sehen, Alter. Haus diese Woche in sieht ganz so aus, aber so knapp. Alter, ich glaube, ich muss hier... Du darfst nun den Belohnungsraum besuchen, Harry. Oh, ich glaube, ich muss hier fliegen. Das bringt, glaube ich, auch Hauspunkte. Alter, wir sind ja voll im Rückstand. Wie kommt das denn plötzlich? Alter. So, das ist natürlich jetzt nice, dass wir jetzt auch hier rumspringen können. Da würde ich auch sagen, wir springen mal rum, weil das... Was? Ach so, nein. Das wird gemessen an dem Vorsprung. Nein, oh. Deswegen hatten wir jetzt gar keine Zeit da drin. Och, nee. So, jetzt kommt so wahrscheinlich eine Cutscene. Hey, Harry. Hey. Irgendwas hat die maulende Myrte total traurig gemacht. Das ist aber komisch. Noch trauriger als sonst? Ich konnte sie den ganzen Weg die Treppe hinab heulen hören. Na und? Und jetzt ist der Gang vor der Toilette wieder überflutet. Es ist doch niemand anders mehr angegriffen worden, oder? Nee. Alles kann passiert sein. Gehen wir nachsehen, was los ist. Alles kann passiert sein. Kommen wir nach. Nö. Ich würde sagen, wir handeln nämlich jetzt Secrets. Und zwar alle Secrets, die es gibt. Ich würde sagen, wir fangen draußen an, weil da sind die einfachsten Dinger. Zum Beispiel hier direkt am Anfang. Warte, ist es Nacht? Nee, ich dachte schon, weil das so dunkel aussah. Hier ist eins. Das hatte ich ja schon direkt im Auge. Schon direkt am Anfang. Und hier ist noch eine Bildkarte. Yeah. Dann fehlen uns nur noch 9 Bronze-Bildkarten. So, hier waren wir schon drin, glaube ich. Aber hier waren wir noch nicht drin. Das heißt, hier ist noch ein Geheimversteck. Und noch eine Bildkarte. Oder? Nein, nur Bohnen. Na gut, hier sieht man auch die Geheimverstecke. Hier fehlen noch 4. 4 ganze fehlen hier noch. Ist natürlich sehr viel. So, dieses Lumos-Teil haben wir auch noch nicht benutzt. Deswegen würde ich sagen, suchen wir jetzt mal, wo das hinführen könnte. Ich vermute ja in diesem Raum da. Hast du Lust auf einen Handel? Und tatsächlich ist es auch so. Wusste ich's doch. Und nice. Hier gibt's nur. Ah, doch. Gibt's auch eine Schatztruhe. Vielleicht ist da eine Bildkarte drin. Hoffe ich mal. Komm schon. Komm schon, komm schon. Bildkarte? Ja. Silberbildkarte. Die sind ja nicht so viel wert, wie ich denke. Hast du so. Lust ja, auf nee. Handel? Geh jetzt weg. Fettes Teil. Aha. Ich habe noch was gefunden hier oben. Beim Gewächshaus. Und da ist noch ein geheimes Versteck. Das hätte ich fast nicht gesehen. Und zum Glück finde ich ja sowas sehr schnell. So, hier sind noch ein paar Bullenchen und eine Silberbildkarte. Okay, dann lasse ich den mal frei und lasse den ernten. Die haben das auch nie erklärt, dass der da zerstören kann, oder? Ich glaube nicht. So. Ich lasse den erstmal ernten und dann... Ja, komm schon. Genau. Und jetzt töte ich den. Oder ignoriere ich den. Ich glaube, ignorieren ist besser. Ah, nee, ich erlöse den mal. Und tot. Wisst ihr, wo wir auch rein gar nicht waren? Hier. Was ist denn hier überhaupt? Ich glaube wahrscheinlich Hagrid, weil... Ja, hier ist wahrscheinlich Hagrid, weil den haben wir noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wieso wir den nicht gesehen haben. Der arme Hagrid.
So gehen wir dann da legitim hin. Hoch. Ja, das hier soll man auch drauf. Das ist der ganz normale Weg, der zu Hagrid führt. Es gibt keinen anderen Weg. Und, da sehe ich schon direkt wieder eine Bildkarte. Nice, nice. Die nehme ich mal ganz schnell. Ja, diese scheiß Bäume sind aber schon ziemlich im Weg. Ja, immerhin gibt es hier Bäume. Ja, springen wir einfach mal zur Bildkarte, weil die Bildkarte ist bestimmt sehr gut. Und, Alter, war das knapp. Gut, aber dann, wir haben die. Was haben die Schweine denn? Die jauen mich an. So, guck mal. Das Hermine. Scherz. Ja, auf die Schweine kann man... Alter, sind die laut. Alter, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Fette Viecher, ey. Was gibt's hier zwischen? Nix. Oh, eine Bildkarte. Oder? Bildkarte? Nee, Bohnen. Nur Bohnen. Enttäuschung. Kann auch noch in Hagrids Haus reingehen, oder? Was denn hier? Achso, der verbotene Wald. Da gehen wir auch noch später hin. Wahrscheinlich. Aber sonst gibt's hier nichts, oder? In Hagrids Haus kann man nicht reingehen, oder? Nee. Schade. Ah, ich habe noch was gefunden. Hier ganz in der Ecke ist noch so ein Elastofeld. Was mich wohin führt? Ah, zu einer Mauer. Ist natürlich zu cool. Eine Mauer. Okay, wie aktiviere ich denn die Mauer? Gehört das auch noch zu dem Ding? Das wäre komisch. Ich wusste gar nicht, dass das mehrere Sachen auch machen kann. Aber na gut, wenn das Ding das meint, also eine andere Möglichkeit sehe ich da jetzt nicht. Oder hier ist ein anderes Lumos-Teil noch irgendwo versteckt. Aber, ja. Dann ist hier noch irgendwo ein anderes Lumos-Teil versteckt. Na gut. Ups, ich bin gefangen. Fuck, was soll ich jetzt machen? Ah, ich habe hier die Druckplatte für dich. Ah, auf der Platte muss man springen. Ich habe mich schon gewundert, was man damit machen muss, weil... Ja, ach so. Ja, und dann ist da noch eine Silberbildkarte. Ah, hier ist noch was. Aha. Ach so, hier gibt es noch eine zweite. Ah, und das öffnet hier noch einen Raum. Und dann haben wir, glaube ich, schon draußen alle Areale, oder? 8 von 8, ja, hier ist alles erledigt hier draußen. Quidditch können wir theoretisch auch machen, aber wen interessiert schon Quidditch? Wir machen erstmal hier alle Sachen drinnen. Ach so, hier können wir jetzt endlich auch das hier mal abholen. Was auch immer da ist. Wahrscheinlich eine Bildkarte, oder? Ne, nur Bohnen. Na gut. Enttäuscht ging ich dann wieder. Ach so, hier waren wir doch gar nicht drin. Also hier haben wir ja noch nicht die Karte geholt. Nice. Oh, wow. Das ist vielleicht gut versteckt. Wieso? Alter. Das ist schon richtig gut versteckt. Oh. Da muss aber jetzt auch eine goldene Gebetkarte sein. Stimmt, wo sind eigentlich die goldenen Bildkarten? Die sind ja dumm, wenn man die nicht bekommt. So, dann haben wir, glaube ich, auch. Nice. Hier alle Geheimverstecke, oder? Ja. Cool, dann fehlt ja nur noch das Treppenhaus. So, da ist wahrscheinlich noch eine Cutscene, wenn man jetzt zum Treppenhaus geht. Oder? Los, Harry! Ja, komm. Heul nicht rum. Hier war ja so auch so ein obvious Bildkarte irgendwo. Genau hier. Yay. Kann fliegen. Wow. Okay. Und das hier sind wahrscheinlich nur Shortcuts zu den verschiedenen Dingern. Oh, guck mal, hier oben waren wir auch noch nie.
Hier oben war, glaube ich, das Krankenflügel, oder? Oh, und das ist hier natürlich auch. Können wir natürlich auch direkt hingehen. Und hepp. Ist natürlich nice. Hier ist eine Bildkarte wahrscheinlich drin, ja. Und ein dritter Schlüssel, Alter. Uns fehlen nur noch 10 silberne Bildkarten und unter 10 Bronze-Bildkarten. Wir sind schon echt extrem weit gekommen. So, hier war natürlich keine zweite Bildkarte. Dann gucken wir uns mal das Krankenzimmer an. Oh. Oder wir finden davor noch ein Geheimversteck. Geht natürlich auch. Und, oh, nur Bohnen natürlich. Nur Bohnen. Bohnen, Bohnen. Ich will Bildkarten. Wir haben schon fast alle. Mensch, ey. Na egal. Was kann das hier? Witzig lachen. Mal wieder, wie immer. Können ja immer nur lustig lachen und dann freuen die sich. Oh, guck mal, hier ist sie. Die auch. Aha. Und hier sehen wir schon direkt ein Geheimversteck. Das ist ja obvious auch. Oh, nice, nice. Ist aber gefährlich in einem Krankenzimmer. Da könnte man reinstolpern oder so. So, und da haben wir noch eine Bohne vergessen. Die nehmen wir in der... Oh, da, oh. Haben wir gar nicht verpasst. Da müssen wir erst gleich hin. So, achso, Geheimversteck haben wir auch. Genau. Können wir direkt auch wieder weiter. Hier ist, glaube ich, sonst nichts. So, hier ist ein Lumos-Teil. Oh. Das muss man ja gar nicht suchen. Ist natürlich lustig. Und noch eine billige Bildkarte. Nice. Oh, was ist das denn hier? Muss man hier wieder drauf springen? Und wie? Okay, wie kommt man da denn hin? Man weiß es nicht. Erstmal hier Bohnen abkraxeln. Ah, nee, da ist schon so ein Flipendo-Ding. Nee, Elasto-Feld. Dann ist das ja voll easy, wenn man wie man da hinkommt. Und noch eine Bildkarte, noch eine silberne. Nice, wir haben echt schon ziemlich viele silberne Bildkarten. Und noch eine bronzene, Alter, nice. Freue mich so, dass wir bald alle Bildkarten haben. Aha, hier ist auch noch sowas mit Elasto, das wir jetzt auch nehmen können. Achso, hier gibt es aber nur Bohnen, langweilig. Okay, ich habe überall gesucht, außer in der zweiten Etage. Deswegen müssen wir jetzt Ron folgen. Und ich hoffe echt, dass ich noch nicht die Cutscene triggere, weil ich will jetzt noch nicht weitermachen. Wird echt knapp. Da, das haben wir nicht. Kann ich mich hier ganz... Ja. Dann haben wir auch, glaube ich, alle Geheimverstecke jetzt. Oder? 10 von 10, ja. Wir haben echt im gesamten Spiel jetzt alle Dinger und die restlichen Bildkarten müssen wir, glaube ich, jetzt kaufen. Glaube ich zumindest. Ich würde aber auch sagen, das Handeln und das Kämpfen machen wir dann erst in der nächsten Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir sehen uns dann. Bis dahin, dann. Bis dann, dann. Tschüss.